Arschloch lebt alleine. Keine Frau, keine Kinder. Ist doch besser so, ne? Jammert der Wichser wenigstens nicht rum von wegen. Lass mich leben, ich hab Familie und so einen Scheiß. Ich hasse das. Solche Typen haben keinen Charakter, weißt du? Ich hab dir schon immer gesagt, dass der Typ ein Arschloch ist. Ja, hab ich ja gehört, dass er schon gesagt hat. Jetzt reden wir erstmal mit ihm, klar? Gucken, was er sagt und ob er die Nerven behält. Und nichts anfassen, klar? Okay, ist gut. Aber wenn du mich verstehst, hätte er da keine Kinder, will ich ihm bestimmt nichts nehmen. Familie ist heilig, das sollte man respektieren. Du selber drei Kinder zu haben. Ja, und zwei Frauen, die nichts voneinander wissen. Nein, das verstehst du falsch. Ich liebe meine Frau. Ja, und die Friseurin? Man lebt nur einmal, Bruder. Ich würde mich entscheiden an deiner Stelle. Du kannst ja nicht zwei Frauen lieben. Früher oder später fliegt das auf, glaub's mir. Was wollt ihr? Was? Was hast du gesagt? Hey, was hast du gesagt? Hey, du Wichser hast mit dem Bullen gequatscht. Aber nicht über dich, Hassan. Halt deine beschissene Fresse. Hast du Wanzen bei dir? Wanzen? Komm, steck, bleib. Steh doch auf, alles gut. Merkst du noch was? Ist da irgendwo eine Wanze? Was? Die haben mich vorläufig festgenommen. Ach so? Ja, mehr nicht. Ich hab nichts gesagt. Ach, hast du nicht? Nein, und dann haben sie mich wieder laufen gelassen. Ganz einfach. Wollt ihr einen Drink? Nix trinken, du Arschloch. Dann habt ihr halt Pech gehabt. Dann trinke ich halt den Wodka alleine. Ganz einfach. Entspannt euch, Sportsfreunde, okay? Locker. Bruder, wir sind entspannt, oder? Sind wir doch, oder? Hey. Hey. Wir sind Freunde. Hey, sind wir doch, oder? Hör mir mal zu. Entweder sagst du mir die verfickte Wahrheit, oder ich schieß dir die Eier weg. Hm? Wer ist deine Zielperson? Glaubst du, ich bin die Spitze? Sehe ich so aus? Ja, das glaube ich. Komm. Auf wen von uns beiden bist du angesetzt? Auf niemanden bin ich angesetzt. Auf niemanden. Bist du als kein Schiss, Axel? Das sehe ich doch. Was ist los hier? Ha? Axel? Du bist also Axel? Schon viel von dir gehört. Ja, bist du nun wirklich, Monty? Mach das Maul auf. Komm. Ich bin Hauptkommissar. Hauptkommissar. Marco Montanes. Und jetzt nimm die Knarre weg, Hassan. Der Hurensohn ist ein Bulle. Hä? Er ist ein Bulle. Ihr wisst ja, wie das Spiel läuft, ne? Ihr packt aus, nehmt mir euren scheiß Lieferanten. Ich renn zum Staatsanwalt, sagt, dass ihr gute Jungs seid. Was ist das für eine Scheiße hier? Nein, das ist keine Scheiße. Er war scheiße. Er war scheiße, okay? Komm, geh nach Hause. Geh nach Hause. Ich kümmere mich um die Sauerei. Tut mir leid, Axel, okay? Aber der Wichser ist ein Bolle, das habe ich auch verdient. Halt einfach die Fresse und geh nach Hause jetzt. Zieh deine Klamotten aus, Jacke, Hose, Schuhe, Strümpfe, alle in den Müllsack und in die Tonne. Weit weg, nicht bei dir im Hof. Und deine Knarre machst du sauber mit Isopropanol, schmeißt sie in die Spray. Hau ab jetzt! Ist doch gut, ich gehe ja schon. Tut mir leid. Ich weiß auf jeden Fall nicht. Aber du warst dabei. Klingelst mich raus, um sauber zu machen und sagst mit keinem Ton, dass hier eine Leiche liegt? Du hast da auch schon mal einen Toten gesehen, oder? Ja, mein Vater, Herzinfarkt. Saß auch auf dem Sofa, aber das war normal. Der hier wurde erschossen. Und so wie es aussieht, ist es ein Drogendealer. Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Das war ein Bulle. Ein Bulle? Nimmst du dieses scheiß Mikrowassertuch
und putze die Fingerabdrücke mit Spiritus und mit Glasreiniger ab. Vorne an der Tür, Türklinke, Türrahmen, der Tisch, die Gläser, die Flasche und den Griff an dem Schrank und dann einmal komplett durchsaugen. Bitte. Bitte. Lag unterm Sofa. Ich habe gerade erst die Augen zugemacht. Wieso holst du mich so früh aus dem Bett? Du kriegst die neue Soko, Fredo. Du weißt, worum es geht. Mord oder sonst? Ja, es ist kein normaler Mordfall. Der Dealer aus Neukölln? Der Tote ist kein Dealer, sondern ein Kollege. Marco Montan ist verdeckter Ermittler in der Drogenszene. Auf keinen Fall, nicht mein Thema. Bleib mal locker, Fredo. Du warst Alkoholiker, jetzt bist du trocken. Das ist ein Mordfall. Wo ist das Problem? Simon, ich habe dir Zepa mit Wodka weggeknallt. 1 Gramm Koks pro Tag und Speed als Wake-up-Call. Das wird nicht lustig, wenn ich in der Drogenszene ermittle. Da habe ich gleich wieder meinen eigenen Affen auf der Schulter. Entschuldige, das war aber keine Frage, Fredo. Das war eine Ansage. Du gehst dahin, wo die Polizei dich braucht. Außerdem bist du der Einzige im Drogendezernat, dem ich vertraue. Dann suchst du jemand anderen. Mann, Fredo, das war der zweite V-Mann in diesem Jahr. Ich habe verdammt noch mal nicht die geringste Ahnung, wer unsere Leute umbringt. Weiß ich werde das Gefühl nicht los, dass wir einen Leck in den eigenen Reihen haben. Einen Informanten, einen Spitzel, irgendein korruptes Arschloch mitten im Drogendezernat. Das ist scheiße. Warum ausgerechnet ich, Simon? Du hast doch sowas wie den siebten Sinn. Den hast du doch noch. Marco Montanes, Hauptkommissar. Aufgesetzter Kopfschuss durch ein Sofakissen. Leck mich am Arsch. Man kannte sich. Dann bring mich mal kurz auf Stand, ich bin ganz Ohr. Keine Einbruchspuren, keine Kampfspuren, der hat sich nicht gewehrt. Der hat gedealt, hat wahrscheinlich einen Kunden reingelassen und der hat ihn dann umgebracht. Unwahrscheinlich, das war kein Dealer. Er hat Besuch, sie sind zu zweit, er schenkt ihnen Wodka ein, seine Gäste trinken aber nichts. Und im Laufe des Gesprächs fliegt seine Identität auf und sie legen ihn um. Das waren Profis, Fredo, ganz klar. Die Wohnung ist clean, keine Fingerabdrücke, nicht mal seine eigenen, keine Spuren, keine Zeugen, nichts. Es bleibt alles unter uns. Jedes Indiz, jedes Detail, jedes Interne besprecht ihr zuerst mit mir. Warum? Was heißt das? Das ist nicht der erste Mord und wir wissen auch nicht, wer mit drin hängt. Wir werden nicht jede Frage im Team diskutieren. Ja? Es gibt Dinge, die muss nicht jeder wissen. Zum Beispiel? 9 verdeckten Ermittler. Wo soll der herkommen? Jedenfalls nicht von der Polizei. Hallo, guten Tag. Das ist Polizeirat Schulz, ich bin Hauptkommissar Filipovic. Was wollen Sie? Wir haben eine Idee, wie Sie früher hier rauskommen. Das ist bestimmt eine scheiß Idee. Sie können die Seiten wechseln und für uns arbeiten. Sag ich doch, scheiß Idee. Was ist das, ein schlechter Witz? Wo ist die versteckte Kamera? Es geht um einen Mordfall. Ein Drogenfahnder wurde erschossen. Das ist mir wirklich völlig egal. Wir haben einen sehr konkreten Vorschlag, den Sie nur schwer ablehnen können. Straferlass für Ihre Reststrafzeit plus 2000 Euro im Monat, wenn Sie uns Informationen aus der Drogenszene beschaffen. Überlegen Sie es. Ich mache keinen Spitzeljob. Das könnt ihr vergessen. Sie haben noch 22 Monate wegen Drogenhandel und schwerer Körperverletzung abzusitzen, oder nicht? Und Sie haben eine kleine Tochter, die ist bei Ihrer Mutter. Und Ihre Mutter, die arbeitet im Schichtdienst am Berliner Flughafen als Reinigungskraft, ja? Richtig. Bisher konnten Sie Ihre kleine Tochter einmal pro Woche sehen. Donnerstags von 8 bis 12 im Mutter-Kind-Raum. Und der Vater der Kleinen ist ein scheiß Junkie. Mehrfach vorbestraft, baut nur Scheiße und kümmert sich nicht um seine kleine Tochter. Das kann dir doch scheißegal sein, oder? Eine Mitinsassin wollte Ihnen an die Wäsche. Sie haben dieser Frau das halbe Ohr abgerissen. Seitdem liegt die Besuchszeit für Ihre kleine Tochter auf Eis. Also Sie können sich's überlegen. Rein oder raus?
Ja, das kann dann ganz schnell gehen. Wie schnell wäre ich draußen? Sofort. Ich brauche was für meine Tochter. Besorgt mir eine Geige. Mit Geige? Ja. Ja, ihre Tochter spielt Geige. Also, das steht in den Akten, dass wenn die Tochter sie besuchen kommt, dass sie Geige spielt. Okay, dann kauf mir eine Geige. Ihr kennt ja alle Fredo Schulz. Er übernimmt die Leitung der Soko. Er hat sein Team mitgebracht, Lola und Milan. Ich habe noch einige erfahrene Leute aus dem Drogendezernat zugezogen. Hallo. Ah, und Axel. Hey, Fredo, altes Haus, long time no see. Ich und du jetzt zusammen mit dem Team. Nochmal Zeit, oder? Hey, Axel. Der Tote ist unser Kollege Marco Montanes, Hauptkommissar, Dienstnummer B1989, der unter dem Decknamen Monty als verdeckter Ermittler in der Drogenszene war. Er war schon ein Jahr dabei und kurz davor, dass wir Hassan Musa dran kriegen. Musa ist wegen Drogenhandel mehrfach vorbestraft und steht im Verdacht, nicht nur mit Ecstasy, Kokain und Heroin zu dealen, sondern auch mit Crack und Crystal Meth. Wir wissen allerdings nicht, aus welchem Labor das Zeug ist. Wahrscheinlich irgendwo in Tschechien. Jedenfalls ist es extrem gefährlich, was sie da auf die Straße bringen. Musa ist der Großdealer, der am längsten frei rumläuft. Er hat einige Elektronikläden, zwei Restaurants, Top-Anwälte, loyale Mitarbeiter. Montanes hatte noch nicht alle Beweismittel zusammen. Und wir haben keine Ahnung, wieso er aufgeflogen ist, geschweige denn, wer ihn umgebracht hat. Ja, wahrscheinlich ist er überrascht worden. Ich meine, das kennen wir ja. In dem Job sitzt man schnell mal auf dem Schleudersitz. Er kannte seinen Mörder. Wie kommst du es darauf? Er hatte Besuch, schenkt drei Gläser Wodka ein, aber seine Gäste trinken nicht. Stattdessen drückt ihm der Killer seinen Kissen an den Kopf und knallt ihn ab. Hat er nicht mitgerechnet. Na gut, es hätte auch ein scheiß Junkie sein können. Ja, als verdeckter Ermittler lässt du keinen scheiß Junkie in die Wohnung. Na, wieso denn nicht? Weil man sowas nicht macht. Man trifft sich auf der Straße, in der Bar, im Club, sonst wo, aber doch nicht in der eigenen Wohnung. Das waren Profis, ganz klar. Die Wohnung war clean, wir haben Spuren von Reinigungsmitteln gefunden und bis auf die drei Wodka-Gläser war nichts. Na, aber laut Gerichtsmedizin war er doch zugeguckt. Vertrauensbildende Maßnahme, du willst Hinweise, Beweise, also säufst du mit, guckst du mit, das volle Programm. Vertrauensbildende Maßnahme, da lässt man auch mal einen scheiß Junkie in die Bude rein. Das spürst du doch als Polizist im Unterbewusstsein, du lässt doch keinen in die Wohnung, den du nicht traust. Naja, als V-Mann lässt du schon mal jemanden in deine Wohnung rein. Sehe ich auch so. Aber du musst es ja wissen. Na, wie fühlt man sich so draußen? Habt ihr die Geige? Hier, deine Entlassungsstory. Auswendig lernen und das Papier vernichten. Das muss dir in Fleisch und Blut übergehen. Bewährung glaubt mir kein Mensch. Ich habe Disziplinarstrafen ohne Ende. Hast du alles abgesessen? Du warst Kalfaktorin in der Wäscherei und Sprecherin für die Gefangeneninitiative. Und jetzt bist du ganz normal wegen guter Führung auf Bewährung draußen. Kein Wort über diesen Deal, kein Wort über die Polizei. Jedes Mal die gleiche Story. Egal, wer dich fragt. Und meine Familie? Vergiss deine Familie. Und wenn du einen Freund hast, vergiss ihn. Laut Aktenlage hat sie einen Freund. Wenn du einen Freund hast, dann mach Schluss mit ihm. Angst kannst du dir nicht erlauben, sonst haben sie dich am Arsch. Dann war das dein letzter Tag. Für Infiltration braucht man Geduld und Freunde haben keine Geduld. Hast du einen Freund? Ja, hat sie, hab ich doch gesagt. Nee, hab ich nicht. Wie denn? Wann denn? Ich war 11 Monate im Knast. Und das hier? Ist doch dein Typ. Oder ist Pablo jetzt dein Ex? Pablo Koch vorbestraft wegen Drogenhandel und Raubüberfall. Und Vater ihres Kindes. Pablo ist kein Problem. Pablo ist kein Problem? Ist einer der Ersten, der hier reinkommt und dich abcheckt. Ich hab ihn im Griff. Verlass dich nicht darauf, der ist ein Junkie. Der ist käuflich und unzuverlässig. Ein kleiner Ausrutscher und sie haben dich am Arsch. Wer weiß alles davon, dass ich für euch arbeite? Insgesamt nur 3 Leute, nicht mal unsere eigene Soko weiß Bescheid. Dankeschön.
Möchtest du was zurückfragen? Das Prinzip ist ganz einfach. Du kaufst bei irgendeinem Dealer ein Programm. Nur zum Eigenbedarf. Mal dies, mal das. Hallo, zuhören. Ja, ich kaufe ein paar Gramm, dann kaufe ich ein paar Gramm mehr, verdoppel das Ganze, hau einen Rabatt raus und schon bin ich wieder im Geschäft. Ich weiß, wie es läuft. So, dann ist aber heikel. Weil die checken dich hier ab. Du bist eine ganz andere Nummer, weil du den Stoff alle paar Tage vor deinem Zwischenhändler bekommst. Und zwar die ganze Palette. Marihuana, Ecstasy, Coke, Dope, Hero. Auch das harte Zeug, Crystal Meth, Odrik, sagt ihr was? Der Zwischenhändler ist Hassan Musa, an den wollen wir ran. Musa. Den will ich aber gar nicht kennenlernen. Das ist ein unberechenbares Arschloch. Gibt's in der Szene irgendjemanden, der kein Arschloch ist? Musa. Und, wie ist es gelaufen? Alles sauber. Und die Gläser hast du vergessen. Wir wissen jetzt, dass da zwei Leute waren. Hättest du da nicht ein bisschen besser aufpassen können? Sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Wieso? Du bist in einen scheiß Mord verwickelt, Axel. Und ich bin nicht dein verdammter Tatortreiniger. Ich finde sowieso nicht gut, dass du dich mit diesem Musa einlässt. Hallo? Wer finanziert das hier alles? Auf die blöde OP kann ich auch verzichten. Was war das nochmal? Deine Titten, oder was? Nein, die haben es nämlich nicht nötig. Sondern diesmal ist der Arsch. Das werde ich dir nicht sagen, Axel, aber ich sag dir mal was anderes. Du denkst, oh, es reicht, wenn du hier die Kohle ranschaffst. Ist aber nicht so, merk dir das mal. Streng dich mal ein bisschen mehr an für mich. Bewährung draußen. Auf Bewährung? Schön. Und warum? Gute Führung. Der Haftrichter glaubt, dass ich resozialisierbar bin. Welcher Richter hat das denn geglaubt? Kann gar nicht glauben, dass die dir das glauben. Du hast sie doch dauernd angelogen. Karl, ich muss ein Pilar. Pilar! Oh, mein Schatz. Ach komm, ach komm, ach komm. Oh, Bebehim. Sag es. Mein Gott, wie schön du bist. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Eine neue Geige. Ja, aber das ist nicht irgendeine Geige. Das ist auch keine Mietgeige, mein Schatz. Das ist deine eigene. Dann los, pack auf. Kommt das hin? Okay. Wie du schon alles weißt. Spiel mir mal was vor. Komm, Pilar, mein Schatz. Spiel mal in deinem Zimmer. Ich komm gleich nach, Schatz. Ja, dann spielst du weiter. Du hast also einen Deal mit der Polizei. Was soll ich denn machen, hä? Du kannst doch nicht ewig als Putzfrau arbeiten. Guck dir mal deine Hände an. Meinen Händen geht's gut. Das ist zu gefährlich, Dakota. Mach dir keine Sorgen, mir passiert schon nichts. Hauptsache, du hältst die Klappe. Meine Tochter sagt mir, ich soll die Klappe halten. Und sprichst mit niemandem darüber. Auch nicht mit Fatima oder so. Was wollen die von dir? Welche Gegenleistung? Es ist das Gleiche wie vorher. Nur diesmal ist es ein ganz normaler Job.
Drogenhandel, ein ganz normaler Job. Das ist nicht wirklich Drogenhandel. Die brauchen Informationen, die suchen einen korrupten Bullen. Ich will nicht, dass du das machst. Ich habe schon ja gesagt. Ich will hier keine Drogen in dieser Wohnung. Keine Drogen und keine miesen Drogendealer, die vor meiner Tür herumlungern. Das alles hatten wir schon. Das letzte Mal haben sie dich in Handschellen abgeführt. Seit wann hat uns die Polizei Glück gebracht? Dakota, was höre ich denn da? Du bist draußen. Wie kommt das denn? Warum sagst du nichts? Ich meine, ich hätte dich doch abgeholt. Was ist los? Ich bin auf Bewährung draußen. Ah, der Klassiker. Aber doch nicht mit mir, mal im Ernst. Was ist denn dir mit dem Bullen? Hast du ausgepackt? Was redest du für eine Scheiße, Mann? Ich hab nicht ausgepackt. Ich hab eine Anhörung gehabt und hab wegen guter Führung Bewährungsstrafe mit Auflagen bekommen. Weil ich ja auch ein Kind hab. Einmal die Woche Polizeiwache besuchen. Meldepflicht. Übrigens ist auch dein Kind, falls du schon vergessen haben sollst. Nein, natürlich nicht, mein Mädchen. Ich bin nicht dein Mädchen. Ich war ein Jahr im Knast. Du hast mich nicht einmal besucht. Du hast es nicht mal geschafft, mal deine Tochter zu sehen. Also, dass ein Vater sich auch mal um sein Kind kümmern muss, macht Sinn, oder? Ja, na klar. Meine Frau denkt so, ich verstehe dich. Aber deswegen bin ich ja hier. Wegen der Kleinen. Aber deine Mutter lässt mich ja nie rein. Du verschissener Lügner, schick ihn weg. Du warst nicht einmal da, kein einziges Mal. Und in den Knast bin ich bewusst nicht gegangen, weil sonst denken die Bullen noch, oh, der hängt mit der Dealerin rum, vielleicht dealt er. Oh Gott, Pablo, alle wissen sowieso, wer du bist. Mann, geh einfach, okay? Geh! Okay, okay, aber hast du vielleicht ein bisschen Geld? Sie hat kein Geld, zieh Leine. Deine Fresse. Deine Mutter soll ihr Maul halten, das ist ein Ding zwischen uns. Das sind harte Zeiten, mein Mädchen. Es gab ein Gerücht im Knast, ein toter Dealer. Kanntest du den? Da redest du nicht mehr drüber, fragst niemanden und sagst einfach nichts. Der ist tot und bleibt tot. Na gut, dann verpiss dich doch. Brauchst du ja auch nicht mehr wieder aufkreuzen. Idiot. Was ist? Hast du was? Nee, ich hab nichts. Geh mal weiter, Alter. Du bist doch Achilles, oder? Wer sagt das? Ich brauch was. Was brauchst du denn? Gras, Koks? Was? Bei mir gibt's aber nur 2 Gramm. Warum? Wie warum? Lange Rede, kurzer Sinn. Bei mir gibt's nur 2 Gramm. Egal, wer hier vorbeikommt. Und wenn's dir nicht passt, kauf deinen Stoff woanders und nerv nicht allein. Alles klar. So, wie war denn eure letzte Woche? Wer möchte denn mal was erklären? Hallo? Ja, hallo zusammen. Sie sind das erste Mal bei unserem Meeting und Sie sind zu spät. Vielleicht stellen Sie sich erst mal kurz vor. Hallo zusammen, ich bin der Fredo. Hallo, Fredo. Ja, erzählen Sie ruhig weiter. Ja, ich habe ein Alkoholproblem, also genauer gesagt, ich hatte ein Alkoholproblem und jetzt bin ich seit 2 Jahren trocken. Das sind doch erstmal gute Nachrichten. Mal mehr, mal weniger. Was meinen Sie damit, mal mehr, mal weniger? Die Voraussetzung für die Teilnahme hier ist, dass Sie vollkommen trocken sind. Bin ich ja. Das Ding ist, dass ich Angst habe, dass ich wieder anfange. Aha. Was begründet denn diese Angst? Mein Job. Ich habe an ein paar Einsätzen teilgenommen, die tödlich endeten. Also sind Sie bei der Polizei? Wenn wir zum Beispiel einen Mordfall haben, dann kommt man abends nach Hause und freut sich, wenn da noch eine Kleinigkeit als Notfall im Kühlschrank steht, als stille Reserve. Mhm. Was mache ich damit? Zur Inventur gehört, dass Sie sich komplett vom Alkohol trennen. Schmeißen Sie alles weg. Alkohol ist kein Fallschirm.
Das ist aber nicht einfach. Der schlimmste Feind ist der eigene Kopf. Nehmen Sie mal an, Sie haben einen Scheißtag gehabt. Da haben Sie es gehört. Das kennen wir doch alle. Es gibt viele Gründe für Alkohol, aber es gibt keine Ausreden. Was willst du? Ich weiß noch nichts. Ich habe gerade erst mit der Scheiße angefangen. Das ist privat. Ich habe dich nicht vergessen. Du glaubst doch nicht, dass wir durch diese Aktion wieder zusammenkommen. Hängt ja nicht von dieser Aktion ab, aber wenn du im Knast bist, dann kann man ja auch nicht gucken, ob da noch irgendwas geht. Da geht nichts mehr, Milan. Du hast mit mir Schluss gemacht. Ja, ich weiß, so was soll ich denn machen? Du hast gedealt, Dakota. Da kann ich nicht als Polizist einfach weggucken. Jetzt übertreibt man nicht, das war ein harmloser Drogen. Das war nicht harmlos. Muss doch jeder selber wissen, was er konsumiert, oder? Es gibt das Gesetz. Es gibt Moral und Verantwortung und das Gesetz. Da sollte sich jeder dran halten. Und jetzt deal ich für dich und dein Gesetz. Du dealst für dich und deine Kleine. Du bist kein Stück besser als Pauken. Ich habe im Knast Tagebuch geschrieben. Ja, und? Komm ich da drin vor? Das wüsstest du wohl gern. Es ist scheißegal, ob du darin vorkommst oder nicht. Fakt ist, ich hab dich an den Eiern. Der Bulle und die Dealerin, wenn das rauskommt, dann bist du dein Job. Was ist mit Pablo? Interessiert es dich jetzt beruflich oder privat? Beides. Ich setz mein Leben aufs Spiel, Milan. Ist dir das klar? Marco war ein erfahrener Drogenfahnder. Er lässt nicht irgendwelche Leute in die Wohnung. Ja, hat er aber gemacht, offensichtlich. Ja, und zugeguckt war er auch, ja? Da musst du ja ein paar Mal mitkoksen. Ist unvermeidbar wegen der Glaubwürdigkeit. Aber er hat das im Griff gehabt. Wann habt ihr zuletzt Kontakt gehabt? Vor 3 Tagen. Ihr habt euch nicht regelmäßig ausgetauscht, jeden Tag? Nein, nicht täglich. Routine ist tödlich. Routine ist aber auch Disziplinkontrolle, Sicherheit. Ich mach das seit 20 Jahren, Milan. Musst du mir nichts erzählen? Sorry, ich will dir nicht zu nahe treten, aber als direkter Kontaktmann ist es dein Job, auf ihn aufzupassen, damit ihm nichts passiert, nein? Dann halt einfach mal das Maul, du Arschloch. Entschuldige mal bitte, Chef. Oskar, bleib mal friedlich. Was hat er denn sonst noch für Kontakte gehabt? Gab es Frauen? Ja, natürlich gab es Frauen. V-Männer bei Frauen, da sind die Mikros immer abgestellt, Lola. So, was jetzt? War er verkabelt oder hat er kein Mikro getragen? Nein, er hatte keins dabei. Es ging das Gerücht, dass es in der Szene einen verdeckten Ermittler gibt. Und er hatte Angst, aufzufliegen. Naja, vielleicht wollte er ja keinen Kollegen belassen, hat deshalb kein Mikro getragen. Und das Gerücht, dass ein Polizist geschmiert worden ist? Ja, da ist was. SMS vom Montagabend, 22.35 Uhr. Muss dringend zum Zahnarzt. Und was heißt das? Heißt, ich kann nicht reden, habe aber einen Namen. Ja, auf den warten wir hier alle. Ich konnte ihn nicht mehr treffen. Ja, wieso nicht? Die Schicht war zu Ende. Meine Frau hatte Geburtstag. Was? Dein Informant hat einen Namen für dich und du machst Feierabend? Kommt dauernd zu spät wegen Überstunden. Meine Frau lässt sich scheiden, Axel. Ich bin auch verheiratet, okay? Meine wollte schon mal die Schlösser auswechseln. Da muss man halt mal Klartext reden. Ja, red du mal Klartext. Es gibt Regeln, die gelten auch für Frauen. Was heißt denn bei dir Klartext reden, Axel? Jeder hat seinen Zuständigkeitsbereich. Wenn man den nicht klar trennt, ist der Ärger vorprogrammiert. Da geht ja regelmäßig sehr viel Geld über den Tresen. Kann es sein, dass er geschmiert worden ist und die Seiten gewechselt hat? Nee, auf keinen Fall. Montan ist was sauber. Im Schimmeria wird doch immer abgerechnet. Da machen wir heute eine Razzia. Das bringt doch nichts, Fredo. Das macht doch keinen Sinn. Da passiert doch nichts mehr, seit es aufgeflogen ist. Der Laden ist doch verbrannte Erde. Das werden wir sehen, ob das verbrannte Erde ist und wer uns dann ins Netz geht.
Nur auf blauen Dunst. Ja, nur auf blauen Dunst. Super Mama! So rufst du nicht an, Digga? Wenn dein Telefon abgehört wird, du Idiot. Das ist das erste und das letzte Mal, dass du mich Idiot nennst. Ich bin mit meiner Familie hier, okay? Hast du irgendein Zeug hier? Nee, hab ich nicht. Zu Hause im Auto? Oder bei ihr? Auch nicht. Hassan, Hassan, komm mal bitte her. Komm mal bitte her. Alpha, wohin gehst du? Was ist los? Wer ist das? Ein Kumpel von mir. Ah, ein Kumpel, ja? Ja. Ich hab doch gesagt, ich will nicht, dass deine Kumpels hierher kommen. Nee, das ist Axel, der ist okay. Das ist ein Bulle. Der kommt mit einer Scheißknarre auf den Kinderspielplatz. Was will denn der von dir um die Uhrzeit, hä? Misch dich da nicht ein, okay? Alles gut. Nix ist gut. Ja. Nix. Er ist okay. Also, schieß mal los. Es gibt einen neuen Sonderermittler. Fredo Schulz ist sein Name. Ich kenne den. Ja, und? Das ist ein ziemlich harter Hund. Selber schon weg vom Fenster, in der alten Koks. Heute ist eine Razzia in Schilmaria. Lass einfach einen von den Typen im Park rumlaufen, damit der Bulle nicht mit leeren Händen dasteht. Du willst, dass ich für das Arschloch ein paar Jungs von mir draufgehen lasse, oder wie? Bist du bescheuert, oder was? Das ist ein Versuchsballon. Versuchsballon. Schulz wird versuchen, den Maulwurf im Polizeiapparat schnellstmöglich zu enttarnen. Und wenn im Schemaria kein einziges Gramm Koks zu finden ist, dann ist das nicht normal. Und dann weiß er, dass seine Razzia verpfiffen wurde. Verstehst du das? Nee, verstehe ich nicht, verdammte Scheiße. Verstehe ich nicht. Lass einfach deine Knarre zu Hause und geh in Ruhe in den Laden. Ich weiß, dass es einen neuen Spitzel oder V-Mann auf der Straße gibt, über den nicht alle informiert sind. Wer ist dieser V-Mann? Keine Ahnung. Noch nicht. Scheiße. Und wie sieht's aus? 2 Gramm. Mehr gibt's nicht. Ich weiß ja. Ich brauch aber mehr. Kennst mich ja. Nee, ich kenn dich nicht. Woher? Ich bin Dakota. Dakota? Ja, hab ich schon mal gehört. Wie viel brauchst du denn? 10 Gramm. 10 Gramm? Für wen brauchst du so viel? Pass mal auf, Achilles. Ich will nicht wissen, woher dein Stoff kommt und du willst nicht wissen, wer sich den Stoff durch die Nase zieht, klar? Hör mir mal zu. Rein theoretisch. Ich würde dir mehr geben, was ich nicht kann. Und du ein scheiß Mikrofon zwischen deinen Titten hast. Und plötzlich die Bullen hier auftauchen und mich hier hochnehmen. Was dann? Versteh mich nicht falsch, aber was ist, wenn du ein Mikro zwischen deinen Eiern hast und die Bullen nehmen mich hoch? Was dann? Also, wie sieht's aus? Ist ja witzig. 10 Gramm. Ja. 600 Euro. Cash. Wieso nicht gleich? Warte hier. Da sind neue Informationen reingekommen. Was für Informationen? Wir haben da ein paar Finanzen gecheckt. Klingt nicht gerade seriös. Wir sollten noch im eigenen Laden aufräumen und ein Screening der besonderen Art machen. Ist nicht gerichtsverwertbar, will ich gar nicht sehen. Jetzt warte doch erstmal, das sind doch nur Informationen. Hier, das ist der Finanzstatus von allen Kollegen aus dem Drogendezernat. Ja, das sind alle Bankverbindungen, Kredite, Verbindlichkeiten, Schufa-Auskunft, alles. Das ist illegal. Chef, du hast doch selber gesagt, die Menschen sind zu allem fähig, wenn es ums Geld geht. Schulden sind kein Beweis.
Guido, wieso denn? Du hast gesagt, Milan folge dem Geldfluss. Check die Konten, check den Besitz, check die Schulden, den Lebensstil, check die Frauen. Sind es zwei, ist das eine zu viel? Gondorf hatte zwei, das hat ihn die Ehe gekostet. Jetzt zahlt er die Scheidung, er zahlt Unterhalt für seine Ex-Frau, die neue ist auch nicht gerade billig, hat zwei Hauskredite und 30.000 Euro Schulden bei der Bank. Die drehen ihm bald den Hahn zu. Und sogar unser Chef ist mit 17.500 Euro bei der Bank in der Kreide. Im ganzen Drogendezernat gibt es niemanden ohne Schulden. Der Einzige, der ein anständiges Konto hat, ist Milan. 122 Euro im Plus. Ja, was denn? Meine Mama hat gesagt, als Migrant muss ich doppelt so viel arbeiten. Und das habe ich dann ja auch getan. Rap ist mein Talent und meine Knast? Wie kommt denn sowas? Ist ja egal, ich bin wieder draußen. Was geht bei dir? Gut, 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 mir geht's gut. Ein Typ wollte mich letztens ficken beim Shooting. Ich wollte aber nicht. Jetzt buchen die mich nicht mehr, die Arschlöcher. Aber das tut mir leid. Ach, scheiß drauf. Ich wollte sowieso nicht mehr. Wieso? Es lief doch so nice. Du bist schwanger? Digga, ich brauch was. Wenn ich verkaufe nicht an Schwangere. Wie, du verkaufst nicht an Schwangere? Aus Prinzip nicht. Bist du bescheuert oder was? Bist du ein bisschen dumm oder so? Bist du ein bisschen dumm oder was? Und ich brauch was. Du weißt nicht, was du machst, oder? Was ist denn dein Plan? Hey, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Hör auf damit. Was war auf damit? Hey. Und? Hast du einen Kontakt? Ja, habe ich. Ja? Ich habe Kontakt. Ich bin drin. Gut. Ist doch, was du wolltest, oder? Ist doch das, worum es die ganze Zeit geht. Und dein ganzes Gelaber von wegen privat und was da noch geht, ist eh nur Bullshit. Hey, hey, ich muss das wissen. Das ist mein Job. Gar nicht, was du mir bedeutest. Doch, ich weiß das, ich habe das immer gewusst. Hey, mein Mädchen. Wer ist denn der Typ? Ist doch dieser Bulle, oder? Pablo, was machst du hier? Wieso triffst du dich mit diesem Bullenarschloch? Das war ein Zufall. Hey, hey, hey. Pablo, bist du Pablo? Hörst du mir zu? Hör mir zu. Geh nach Hause. Hör du mir mal zu, mein Bulle. Lass meine Frau in Ruhe. Ich bin nicht deine Frau. Doch, das bist du und wirst du auch immer sein, das weißt du doch. Dakota ist meine Frau. Und zwar für immer. Wir haben eine Tochter. Mhm. Unsere Tochter. Und nur weil ich sie jetzt ein Jahr lang nicht gesehen habe, wegen ihrer beschissenen Mutter, ändert sich das nicht. Und da kommst du jetzt nicht plötzlich an und spielst den Helden. Mhm. No, 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 no. Verstehst du das? Hör mal zu, Pablo, wenn du sie noch einmal anfasst, dann mache ich dich fertig. Alles klar? Alles klar. Fick dich. Fuck you. Ich denke, du hast ihn im Griff. Hab ich auch. Ja? Ja! Ich habe gehört, du kannst was besorgen. Du kannst ja nicht einfach rumlaufen und die Leute nach meinem Namen fragen, verstehst du? Da werde ich sauer. Dieser Achilles meinte, wenn ich mehr als 10 Gramm haben will, geht es nur über dich. Wenn der mir nichts gibt, muss ich mit dir reden. Ah, meint ihr das? Ja. Was und wie viel? Kokain, 30 Gramm. Da kommt die Prinzessin einfach so mal aus dem Knast und macht gleich so viel Umsatz. Normal ist das nicht.
Ich war früher gut im Geschäft. Hab eine Menge Kontakte, Stammkunden. Und ich komme überall rein. Hey, Dakota, ich brauch was. Penny, das geht jetzt nicht. Bitte, Mann. Ich bin nur erst im dritten Monat. Penny, geh an die Bar und trink was, okay? Bitte. Jetzt geh ich zu deinem scheiß Pablo. Ach ja? Machst du das? Hör mir mal zu. Du bist schwanger. Dein Baby ist mit deinem Blutkreislauf verbunden. Bist du heil, ist dein Baby heil. Denk mal drüber nach, Mann. Tja, da hat sie recht. Und jetzt verpiss dich, das ist mein Tisch. Du bist eine echte Freundin. Danke. Was ist mit diesem Pablo? Was soll mit dem sein? Da ist nichts. Pablo ist unzuverlässig und ein Arschloch. Bevor ich den Mehrstoff um mir anvertraue, würde ich gerne noch wissen, wieso sie dich früher entlassen haben. Obwohl du noch 2 Jahre absitzen musst. Ich hatte eine Bewährungsanhörung und einfach Glück gehabt. Man hat nicht einfach so Glück. Und es gibt für alles einen Grund. Was soll ich dir sagen, Musa? Gute Führung. Ich bin sauber. Keine Drogen im Knast. Alle Zelldurchsuchungen clean. Ich wollte einfach nur so schnell wie möglich da raus, verstehst du? Hast du was dabei? Nein. Irgendwas in der Handtasche? Nein. Zeig mal. Dein Ernst? Na, mach schon. Soll ich mit jemandem zusammenarbeiten, der mich anlügt? Ich lüge dich aber nicht an. Frauen lügen immer. Zufrieden? Die Bullen kommen gleich in meinen Laden und machen eine Razzia. Da wär's doch schade, wenn sie dich wegen irgendeinem Scheiß festnehmen. Da wäre deine Bewährung auch für den Arsch. Ah. Da sind sie ja schon. Achtung, Polizei, die Musik ausmachen. Das ist eine Razzia, keiner rührt sich. Hinsetzen. Sofort. Hinsetzen! Sie sind Hasan Musa? Ja, leck mich. Sie haben die Konzession für den Laden? Wer will das wissen? Die Polizei will das wissen. Aufstehen, mitkommen. Keine schnellen Bewegungen. Hände auf den Tresen. Hände auf den Tresen, hab ich gesagt. Beine bitte auseinander. Spitzengegenstände? Nichts, du. Hände auf den Tresen, ich werde sie jetzt abtasten. Ja. Haben Sie verbotene Substanzen bei sich? Nein. Alter, bist du bescheuert, Mann? Ende, fass nicht meinen Arsch an! Ende auf den Tresen. Fass mir einfach in die Hose, die Fritzen. Umdrehen. Also, was soll der Scheiß? Reine Routine geht ganz schnell. Und wo ist das Problem? Problem ist mehrfacher Drogenhandel. Das ist das Problem, Kleiner. Und dich kenne ich auch. Vorbestraft wegen Drogenhandel und schwerer Körperverletzung. Sollten wir auch mitnehmen. Tja, Fredo, 2-3 Gramm. Hab doch gesagt, der Laden ist verbrannte Erde. Das war ja wohl nix. So, zum Präsidium. Brauchen wir Handschellen oder kommen wir so klar? Ja, mir doch scheißegal. Kann ich noch meine Tasche nehmen? Sie sind der Betreiber der Bistro Bar Chemaria. Wollt ihr mich verarschen? Das wisst ihr doch. Habt ihr beiden Penner mich deswegen mitgenommen? In Ihrem Laden wird immer wieder im großen Stil mit Drogen gehandelt. Davon weiß ich nichts. Ich zahle meine Miete, ich zahle Steuern. Der Laden gehört mir, okay, aber man kann sich seine Gäste nicht immer aussuchen. Sie sind selber vorbestraft gewesen wegen Drogenhandel. Schon lange her, da bin ich irgendwie reingerutscht. Kennen Sie einen Dealer namens Monty? Keine Ahnung. Nee. Mit solchen Pennern habe ich nichts zu tun, okay? Wie erklären Sie sich dann, dass in der Wohnung von Marco Montanes genannt Monty Ihre Fingerabdrücke gefunden wurden? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Komm, aber irgendwie müssen doch deine Fingerabdrücke da hingekommen sein. Okay, dann sagen wir mal, meine Fingerabdrücke waren auf einem scheiß Wodka-Glas. Und? Hm? Ja, schön. Weiter. Dann hat dieser Monty bestimmt einen Wodka-Tonic bei mir bestellt und damit nach Hause genommen. Bei uns verschwinden immer wieder Gläser. Ist doch so. Berufsrisiko. Ein scheiß Wodka-Glas, ja. Keiner von uns dreien hier hat ein Wodka-Glas erwähnt. Bisher war von Wodka überhaupt nicht die Rede. War doch nur ein Beispiel, okay? Daneben ein scheiß Whisky-Glas, ist doch egal. Wie leicht so ein Justizirrtum entstehen kann, wenn Fingerabdrücke von sonst was wohin transportiert werden. Leck mich. Wo waren Sie am Freitag zwischen 6 und 8? Zu Hause. Zeugen? Meine Frau. Ach, was, habe ich mir gedacht, ja.
Ich habe verschlafen. Meine Frau hat mich um 7:30 aufgeweckt, danach habe ich meinen Sohn in die Schule gebracht. Und dann war ich mit ihr im Musikstudio. Hab sie mitgenommen. Sie macht jetzt Musik. Arabische Popmusik. Freunde, hm? Ihr habt doch nichts. Keine Beweise, keine Zeugen. Gar nichts. Das ist eine ziemlich gute Vorstellung bisher von dir. Musa hat nichts gemerkt. Musa wusste Bescheid. Er hat mich vorher gewarnt. Wie denn gewarnt? Er hat mich gefragt, ob ich Stoff dabei habe, weil die Bullen gleich eine Razzia machen würden und er nicht wollte, dass ich verhaftet werde. Ihr solltet mal wirklich darüber nachdenken, woher er das wusste und was er noch alles wissen könnte. Genau darüber haben wir nachgedacht. Musa kann gehen, wir lassen ihn laufen. Und wenn er dich fragt, dann sagst du ihm, wir hätten dich gewarnt, wieder ins alte Milieu einzusteigen. Mhm. Er wird mir trotzdem nicht vertrauen. Doch, wird er. Ich sag dir auch warum, weil er dich geil findet und auf dich steht. Aha, und was soll mir das bringen? Mann, du weißt ihm den Verstand auf und dann bist du drin. Bist du noch bei dir, Alter? Denkst du, ich lass mich von dem Wichser, bevor man damit ihr ihn verhaften könnt? Keiner fasst mich an, Milan. Chef, ich glaube, wir müssen aufpassen. Worüber redest du? Das ist jetzt eine sehr angespannte Lage. Wir dürfen unsere Informantin nicht verheizen. Bisher macht sie ihre Sache sehr gut. Wenn es eng wird, ziehen wir sie ab. Oder hat sie dir persönlich gesagt, dass sie Angst hat und raus will? Persönlich? Wieso persönlich? Ich denke einfach nur... Ist klar bei euch? Alles gut. Alles gut, ja. Musa ist ein Arschloch. Und das Vertrag deiner Situation ist, dass wir keine Absicherung für Dakota haben, weil außer uns ja sonst keiner Bescheid weiß. Ja und? Ja, was ja? Wieso geht dir das am Arsch vorbei? Geht mir nicht am Arsch vorbei. Hier. Das lag in deinem Schreibtisch. Ja und? Die ist so noch voll. Ist doch nicht verboten. Oder was willst du mir damit sagen? Fredo, wenn du wieder trinkst, dann sag Bescheid. Sag mal, spielen ist jetzt hinter mir her. Lass die Scheiße nicht in deinem Schreibtisch liegen. Sie sind wieder mal zu spät, Fredo. Pünktlichkeit ist bei uns ein wirklich wichtiges Prinzip. Ja, stimmt. Entschuldigung. Ich habe doch letztes Mal erzählt von den beruflichen Todesfällen, ja? Da kommt ihr rein und legt gleich los. Da ist doch noch gar nicht dran. Aber da waren ja auch private Todesfälle. Meine Frau und mein Sohn sind bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Der hat doch was getrunken. Haben Sie getrunken, Fredo? Nein, ich habe nichts getrunken, verdammt nochmal. Jetzt hören Sie mir doch einfach mal zu. Ist doch ernst, was ich hier erzähle. Okay, okay. Ich bin bei Ihnen. Ich nehme an, dass Sie ganz woanders waren, als Ihre Familie verunglückt ist. Wo waren Sie denn, als der Unfall passiert ist? Meine Polizeifest, da war ich betrunken. Mhm. Und jetzt haben Sie auch getrunken, Fredo. Sie sind mittendrin in Ihrem Problem und das wissen Sie. Madeleine, kann ich Sie heute Abend mal ganz alleine sprechen, ohne alle diese Leute hier? Nein, das können wir nicht. Es gibt keine privaten Kontakte hier, das wissen Sie. Ich muss Sie leider von diesem Meeting ausschließen. Das tut mir schrecklich leid. Ja, bitte? Sind Sie die Mama von Dakota? Ja, warum? Sie war mit mir bei der Polizei. Jetzt wollte ich wissen, ob es irgendwelche Schwierigkeiten gibt oder so. Nein, keine Schwierigkeiten. Gut. Hier, ein kleiner Ausgleich für den ganzen Scheiß und so. Hm? Man sieht sich.
es war schon wieder jemand da. Du weißt, von wem das Geld kommt? Ja, weiß ich. Gib die Geige zurück. Mama, ich kann jetzt nicht mehr aussteigen. Das bringt kein Glück, glaub mir. Du lässt dich mit den falschen Leuten ein. Ich will, dass Pilar Privatunterricht bekommt. Mann, Mama, ich habe einen Plan, okay? Ich weiß, was ich mache. Ich komme da wieder raus. Das ist jetzt das zweite Arschloch, das vor meiner Tür aufkreuzt. Ja, super. Dann bis Samstag. Guten Tag. Hallo. Schulz und Filipovic von der Kripo. Sind Sie Frau Musa? Sind Sie Frau Musa? Ja. Wir würden gerne mit Ihnen über Ihren Mann sprechen. Der ist nicht da. Dass er kein Friseur ist, das ist uns klar. Wo war er Freitag zwischen 6 und 8 Uhr morgens? Er war zu Hause. Ich habe ihn geweckt. Ihr Mann steht unter Mordverdacht, Frau Musa. Sollte sich Ihre Aussage als falsch herausstellen, dann haben Sie eine Anklage wegen Beihilfe am Hals. Ich sag doch, er war zu Hause. Ich habe Frühstück gemacht. Frau Musa, in seinem Club wurde mit Drogen gedealt. Wir haben ihn und seine Begleiterin vorläufig verhaftet. Was für eine Begleiterin? Eine vorbestrafte Drogendealerin. Namen dürfen wir nicht verraten. Wir wissen noch nicht genau, in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen, aber wir werden sie befragen und dabei werden wir was rauskriegen, kann ich Ihnen versichern. Also machen Sie sich da keine falschen Hoffnungen. Und wenn Ihr Mann was zu tun hat mit Drogen oder mit Mord, dann kriegen wir das raus. Und dann ist er im Arsch. Zwei Wasser haben. Ich bin nicht sicher, ob das so klug war, mit dem Trick ihren Schrecken einzujagen. Also klar, reine Provokation zur Beweissicherung, aber ob das klappt bei der... Die muss dir nicht leid tun. Die tut mir nicht leid. Die zahlen ihr Haus an mit Drogengeld. Ja, aber da gerät unsere Dakota in die Schusslinie. Da müssen wir aufpassen. Thema Dakota hatten wir aber schon mal. Ich habe den Eindruck, dass nicht unsere Dakota, das ist deine Dakota. Hast du einen falschen Eindruck, Bruder? Sehr gut. Du weißt ja, dass sexuelle Beziehungen mit Informanten gegen die Richtlinien verstoßen. Klar. Eigentlich wollten wir ja alleine feiern, aber Axel meinte, ohne euch geht's nicht. Nee. Bullen feiern immer mit Bullen. Jawohl! You never walk alone! Vor 20 Jahren und zwei Ehemänner zurück hätte ich das mit der Polizei nicht mitgemacht. Mhm. Aber bei Axel ist es was anderes. Axel ist der beste Polizist und der beste Ehemann. Oh. Musik! Musik! Wenn die wüsste, was die sich für ein Arschloch geangelt hat. Ich glaube, das weiß sie und sie macht es trotzdem mit. Geh wir an. Nein, Mann, es reicht jetzt. Ich will nicht warten auf den Feierabend. Will lieber los und gleich was starten. Komm, sei doch ehrlich, du bist wie ich, du hast auch keinen Tag. Das Gefühl, der Axel, der steckt damit drin. Das Stecken vergisst der dritte Geburtstag. Der läuft uns nicht weg. Hey, Fredo, komm, jetzt trinken wir mal zusammen ein Glas auf uns beide, ja? Können wir noch ein Glas haben? Ich trinke doch nichts, Axel. Ah, das merkst du ja gar nicht. Doch, merke ich. Geht sofort ins Blut. Er ist schon eingetrunken, oder? Na? Ja, komm, auf einem Bein nicht so nicht gut stehen. Bring mal ein Glas. Axel, jetzt lass ihn mal zufrieden. Ja? Was? Wie ein Glas werden die noch nicht rausschmeißen? Versuch's erst gar nicht. Wieso? Was passiert denn dann? Pickest du dir dann in deine eigenen Schuhe, oder was? Kann passieren. Axel, reicht jetzt. Ah, Piano. Das war doch Spaß, Milan, Mann. Jetzt jeden Humor verloren, oder was? Nicht bös gemeint. Kennst du noch unsere Regel, oder? Wie heißt unsere Regel? Trau keinem, der nicht mit dir trinkt. Trau keinem, der nicht mit dir soll, Fredo. So war die Regel. Komm, jetzt gib mal ein Gläschen her, Mensch. Axel, komm doch mal. Ich rede gerade mit dem. Axel, komm doch mal. Aber ich rede doch gerade mit dem. Wieso, was hat er denn? Was hat er denn? Hat seine Frau. Ja, seine Frau. Ein Unfall, sie ist tot. Ach, mein Scheiß, das habe ich gehört. Es tut mir leid. Okay, ich lasse euch mal. Ja. Tolle Frau. Ja. Ich liebe sie. Sei froh, dass du sie hast. Bin ich auch.
Er braucht auch mal wieder eine Frau, Frido. Sauferei macht sie auch nicht mehr lebendig. Halt die Fresse, Axel. Oh, guck mal, ist die böse gepeitscht. Hey, alles im grünen Reich. Weiter feiern. Was ist denn los? Missverständnis. Missverständnis? Der mag mich wahrscheinlich. Der trinkt mal nicht mit jedem. Fredo trinkt nichts und das wissen alle hier. Ja, jetzt vielleicht mal eine Entschuldigung oder so? Was Entschuldigung? Was mit dir, Spinner, ey? Wisst mal, wenn ihr uns in euer Boot reinholt, was ist denn mit dem Musa, ja? Du, seine Frau ist doch Libanesin, die redet doch nicht, die schweigt doch. Wenn der mit dem Mord zu tun hat, dann deckt sie ihn nicht mehr. Auch wenn sie Libanesin ist, auch wenn sie liebt. Bullshit. Solange alles gut läuft, sieht sie weg. Und wenn es schief läuft, packt sie aus. Das ist die traurige Wahrheit. Am Ende kannst du dich auf niemanden verlassen. Die libanesische Ehefrau kannst du dich immer verlassen. Was ist denn Musas Motiv? Vielleicht könnte mir das mal jemand erklären. Unser Kollege Monti war korrupt und hat ein doppeltes Spiel gespielt. Und als Musa merkt, dass der Kollege Drogenfahnder ist, liquidiert er ihn. Von wem weiß er das? Keine Ahnung. Ja, es wird aber nicht so einfach, da wieder eine reinzukriegen, Fredo. Das sag ich dir, du. Weiß ich. Gut. Gehen. Ziemliches Risiko, da mit Sender reinzugehen. Er hat sich schon mal gefilzt. Hat nichts gefunden. Halt meine Familie daraus. Und komm nie wieder, auch nur in die Nähe meiner Wohnung. Hast du mich verstanden? Willst du mich verarschen? Sehe ich so aus? Hey, das war doch nur ein Geschenk, okay? Ich wollte nett sein, verstehst du? Komm, setz dich. Willst du was trinken? Nein, ich will nichts trinken. Was haben die Bullen gesagt? Gar nichts. Sie haben mich gefragt, ob ich wieder was mit Drogen zu tun habe. Und ich habe gesagt, dass da nichts ist. Weißt du, was mich flasht, ist, dass du schon wieder verkaufst. Du bist immer die Erste auf der Party. Ich sitz nicht gerne rum und ich brauche Kohle. Ich stehe gern rum und hab Kohle. Ich kann noch mehr verkaufen. Du brauchst also noch mehr Stoff. Du bist ein bisschen schnell. Ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Wenn ich jedem gleich vertraue, könnte ich eine Menge Geld verlieren. Verstehst du? Verstehe. Du hast Lieferschwierigkeiten. Ich habe keine Lieferschwierigkeiten. Logistisch bin ich tipptopp. Ja, das kenne ich auch von Pablo. Der hat mir auch immer alles Mögliche versprochen, dass er mega viel Dope hat und mega Deal hat. Sehe ich aus wie dein abgefuckter Pablo? Habe ich einen Charakter wie ein Arschloch oder wolltest du mir damit sagen, ich bin ein abgefucktes Arschloch? Hm? Nein, alles gut. Alles gut? Mhm. Gut. Komm morgen früh vorbei. Wir regeln das. Kokain, halbes Kilo, unverschnitten. Aber nur Cash. Cash ist kein Problem. Gut. Ja. Ist doch schon mal was. Alle zwei? Baby, bevor du jetzt irgendetwas sagst. Wer bist du? Das ist meine Geschäftspartnerin. Deine Geschäftspartnerin, ja. Ja. Machst du jetzt neuerdings Geschäfte mit Schlampen oder was? Hör zu, wir quatschen nur, okay? Ach, ihr quatscht nur. Ihr quatscht nur, ja? Verpiss dich. So ein Stück Scheiße, Hasan. Wer ist das denn? Den ganzen verfickten Tag habe ich die Bullen deinetwegen am Hals. Pablo, was willst du? Steig ein. Ich habe keine Zeit. Komm schon, mein Mädchen, steige ein. Ich will nicht. Steig besser ein. Es geht die ganze Scheiße hier hoch. Das ist Pablo, ihr Ex-Freund. Das klingt, als ob du ihn kennst. Von früher, ja.
Pablo Bosch. Vorbestraft wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Drogenhandel, Körperverletzung. Was ist denn dir mit dem Bullen? Oh Mann. Sag mal, bist du ein bisschen dumm oder so? Wieso triffst du dich da mit dem Arschloch? Ist doch Bulle, oder nicht? Es geht dich gar nichts an, das ist Privatsache. Was ist, wenn ich die Privatsache immer Musa stecke? Pablo, das war einfach Zufall, okay? Das war kein Zufall. Für wen dealst du? Hast du einen Deal mit den Bullen? Jetzt antworte mir, du blöde Schlappe, Mann. Für wen dealst du? Auf eigene Rechnung. Da geht gar nichts auf eigene Rechnung. Wir müssen irgendwas machen. Das geht nicht, sonst liegt alles auf. Woher hast du den Stoff? Auf dealst du für Musa? Ich deal für niemanden. Wir haben Stress. Er mag mich nicht. Ich meine, ich mag ihn auch nicht. Sitzt im Café und telefoniert und delegiert und macht einen auf, ich hab richtig dicke Eier. Ich verstehe nicht, warum sie den nicht dran kriegen. Die Bullen machen eine Razzia. Der hat Stoff ohne Ende und nix. Der muss jemand bei der Drogenfahndung haben. Ich sagte, er wurde gewarnt. Hör endlich auf, dich überall einzumischen. Machst dir nur Probleme. Er kriegt eine Lieferung. Pablo, halt dich da raus. Musa ist nur noch mal zu groß für dich. Bei uns war es auch mal eine Talfahrt. Komm, das holen wir uns wieder. Nur du und ich. Da geht nichts mehr zwischen uns. Sag das nicht. Sag das nie wieder. Mach mal auf. Was denn? Das Handschuhfach. Nun mach auf! Dieser beschissene Musa kann mir gar nichts. Frigo, das war komplett scheiße von Axel, aber du weißt doch, wie er ist. Hm? Jetzt lass mal gut sein und komm mit rüber. Ich hab damit kein Problem. Jetzt komm halt. Können wir reden? Ja, klar können wir reden. Wir machen heute die Abrechnung und verteilen neuen Stoff. Moment, bevor wir darüber reden, reden wir noch mal über Dakota. Ist sie deine Freundin? Ist da was dran? Ja, da ist was dran. Das war ein Fehler. Okay, was machen wir jetzt mit dem Fehler? Nichts machen wir damit. Das hat sich erledigt, fertig. Milan, hat sich gar nichts erledigt. Es liegt in der Natur des Menschen, dass man sich aneinander anpasst. Und wenn du mit dieser kleinen Dealerin zu tun hast, die lügt wie gedruckt, dann bist du vielleicht kein Dealer, aber du fängst an zu lügen. Und irgendwann lügst du mich an, mich, deinen Partner, dann lügst du mich an. Das würde ich nicht machen, ich würde dich nicht anlügen. Aber was redet denn ihr da? Jetzt komm mal rüber. Ja, aber wir kommen gleich, ist privat. Ja, bist doch alles privat, jetzt komm rüber. Ist okay. Komm. Sag mir die Wahrheit, ist da was dran? Ja, Mann. Wir waren ein Jahr lang zusammen und ich krieg sie nicht aus meinem Kopf. Ich kann sie nicht vergessen. Sie war meine große Liebe. Verstehst du das? Ja, klar kann ich das verstehen. Verstehst du? Und dann kommst du zu mir, dann können wir drüber reden. Große Liebe habe ich alles gehabt, bin ich durch mit. Hab ich auch gehabt. Nützt aber nichts. Große Liebe macht dich fertig. Muss es jetzt sein? Lola, ja, muss jetzt sein. Entschuldigung, könnt ihr bitte aufhören mit eurem privaten Kram und rüberkommen? Axel hat Geburtstag. Wir sind fast schon unterwegs. Axel, wir sind gleich da. Große Liebe heißt, du machst jeden Scheiß, den du nur machen kannst. Du machst dich zum Hampelmann, du machst dich zum Affen, zum Vollidioten. Für deine große Liebe, nur um sie nicht zu verlieren. Milan, du bist Polizist. Schau mich an. Milan, du bist Polizist. Hör auf, mit dieser Kleinen rumzumachen, verstehst du? Die zieht dich mit in den Abgrund und ich muss mir einen neuen Partner suchen. Ist doch scheiße. Wir machen die Sache ohne Axel. Ohne Vorwarnung. Verstanden? Verstanden? Ja, alles klar. Viel verkauft. Gut, gut. Ist doch gut. Aber 10% sind zu wenig.
Wer besorgt dir den Stoff, du Wichser? Hm? Egal, 10% ist zu wenig. Ich meine, wir haben das Risiko da draußen. Hey, wer kümmert sich um die Sicherheit? Hm? Ey, muss er. Der hat gar keinen Respekt vor dir. Siehst du, das ist das, was ich meine. Du hast überhaupt keinen Respekt vor mir. Haben sie dich schon mal erwischt mit dem Stoff? Bis jetzt ist irgendwie immer alles gut gegangen. Aber pass auf, du musst es mehr Cash oder mehr Stoff geben. Weil Muster, komm schon, 10%. Eine beschissene Fresse. Beschwert sich irgendwer hier? Hm? Oh, du Lars, die ganze Zeit. Wir sind auf dem Weg. Ihr solltet euch wirklich beeilen. Ist doch scheiße, Chef. Wegen Dakota oder was? Ja, klar, wegen Dakota. Hallo? Was ist denn hier los? Wo sind die denn alle? Spinnen die? Das ist doch Tumpfbacken, dass sie nicht mit uns feiern wollen. Ja, ich glaube, wir waren Einsatz. Was für ein Einsatz denn? Einsatz halt. Jetzt bleib mal sitzen, es geht auch mal ohne dich. Das bringt ja eh nichts in dem Zustand. Außerdem ist sowieso Sonntag. Ganz meine Meinung. Meine Tasche. So, ich muss jetzt mal aufs Klo. Ja? Hassan, ist eine Ratte bei dir drin? Was ist? Die Bullen stehen draußen, hören alles mit. Bist du dir sicher? Klar bin ich sicher, ich bin doch kein Idiot. Mach mal Platz. Ich glaube, der hat uns gesehen. Bleib ganz ruhig, jetzt reiß dich mal zusammen. Steh auf. Steh auf! Da draußen stehen die Bullen. Hast du was davon gewusst? Okay. Ja? Die müssen jetzt rein. Ein Mädchen passiert schon nichts. Nein, haben die dich umgedreht, oder was? Und was, wenn doch? Zieh dich aus, du miese Ratte. Na, mach schon. Ist nicht mehr witzig, hier ist knapp. Verkabelt oder nicht? Was? Bist du verkabelt? Sie fliegt gleich auf. Milan, wir gehen da rechtzeitig rein. Ist doch scheiße, Fredo. An alle noch kein Zugriff. Ich wiederhole, noch kein Zugriff. Kein Zugriff, verstanden. Hose runter. Los. Was ist, wo ist das Ding? Haben Sie denn das an den Schwanz geklebt oder was? Hä? Der Junkie ist doch sauber, muss er. Ja, Mann, er sagte sich, ich bin sauber, ich hab kein Kabel. Ja. Aber irgendein Wichser hat hier einen Sender. Hey, Musa. Hey, dein alter Musa. Jetzt taucht die auch noch auf. Hat es gerade noch gefehlt. Wer? Ist auf den Wichser auf. Haifa. Nicht, dass die jetzt auch noch eine Action schiebt. Was machst du hier? Ich will hier rein. Nee, du kannst Lass mich rein, Hassan. Du kannst hier nicht rein. Warum kann ich hier nicht rein? Hast du deine eigene Scheißfrau vor der Tür stehen, hä? Ich hab zu ja? tun. Was hast du zu tun, ja? Wegen deiner Nutte? Bist du mit deiner Kachbein hier? Schwarz hin, das hat damit nichts zu tun, okay? Schatz, ich will's dir doch erklären. Eine Knarre in deiner Hand, oder was? Das ist ein abgefuckter Scheißknaller und du musst jetzt gehen. Hey, hör mir zu, hör mir zu. Dreh dich jetzt nicht um, aber hinter dir stehen die Bullen. Du sollst dich nicht umdrehen, okay? Du gehst jetzt. Hau ab. Ich liebe dich. Weißt du, was hier gleich los ist? Hau ab! Jetzt. Man kann schon. Mit deiner beschissenen Fresse. Steh auf. Seine Gefühle hören.
statt sich von so einer kleinen süßen Schlampe einlullen zu lassen. Es tut mir leid. Mir auch. Nein, nein, Pablo, hör auf! Pass auf, ich gib mir die Tasche. Tasche, ja. Die Tasche. Nimm sie! Okay. Oder? Wir gehen jetzt tanzen, ne? Ist ruhig. Tür auf. Mach die Tür auf. Ja, Scheiße. Scheiße. Geiselnahme, alle Freunde! Geiselnahme, eine fucking Geiselnahme, ihr Wichser! Hey, du Wichser, hör mir zu! Ich sag dir jetzt, wie das läuft, okay? Ich nehm die Schlampe hier und steig in den Wagen, okay? Die macht nichts, okay? Hast du mich verstanden? Ist okay. Ja? Ist okay. Jetzt verpisst euch, okay? Und deine schwulen Freunde auch. Verpisst euch! Was ist? Was ist los? Was glaubst du so, ha? Verpiss dich! Alles gut. Ja, ganz ruhig, okay? Habt ihr Scharfschützen? Scharfschützen im Pro. Ha? Nein, haben wir nicht. Gut, ist ja nur ein Spiel, alles gut. Mach die Tür auf. Ja. Mach schon. Okay. Alles ist gut, alles ist gut. Warte. Ja, ja. Mach die Tür auf! Mach sie auf! Ja, glotzt du nur so, du Wichser. Scheiße. Alles gut, alles gut. Hey, kein Stress. Ist schon vorbei. Nimm den Schlüssel! Okay, ist schon vorbei, war schon vorbei. Scheiße, Fredo! Ihr verdammten Wichser! Wichser, Mann, es tut mir so leid, Mann. Bitte lass mich am Leben, ich hab eine Tochter, Mann. Halt deine beschissene Fresse, halt deine Fresse! Ich hab selber drei Kinder. Was machst du? Wichser, was machst du da? Ich schreib den Namen auf. Nein, fahr weiter. Hier. Da steht ein Name drauf. Nimm. Was soll ich damit? Das hier ist meine Lebensversicherung. Du gehst zu dem Penner hin und sagst ihm, er soll mich in Ruhe lassen. Mehr musst du nicht tun. Verstanden? Okay? Okay. Okay. Ist das ein Bulle? Ja, das ist ein fucking Bulle. Deswegen haben sie dich doch auf mich angesetzt, um den falschen Mann im eigenen Laden zu finden, diese Wichser. Sag ihm nur eins, wenn sie mich verhaften, geht er mit hoch. Verstanden? Okay. Verstanden? Ja, verstanden. Gut. Lass mich hier raus. Okay. Halt an. Okay. Halt an! Wonach sieht's denn aus? Wo ist Musa mit Dakota hingefahren? Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Wie, keine Ahnung? Du arbeitest für den. Wo ist Hassan Musa? Du warst doch nicht zufällig beim Drogendeal dabei. Sie haben's erfasst und jetzt leck mich am Arsch, ihr Beschissener. Hey! Also kennst du diesen Musa gar nicht, oder was? Du kommst ins Zimmer, da sind Dutzend Dealer, ein paar Kilo Koks und einen Haufen Bargeld. Da weißt du doch, was abgeht. Ich habe echt gut viel verkauft. Gut, ist doch gut. Aber 10% sind zu wenig. Wer besorgt dir den Stoff, du Wichser? Doch, du kennst den Musa nicht. So vom Sehen, aber nehmt's mir nicht übel, ist am besten für alle, wenn niemand redet. Hey Pablo, ich hab dich gewarnt, Mann. Ich hab dich gewarnt, ich mach dich fertig. Wo ist Hassan Musa? Du willst doch nur Dakota. Hm? Willst Dakota? Kriegst du nicht. Darf der so mit mir umgehen? Halt die Fresse, ihr habt da abkassiert, was dann passiert? Dann kam der Anruf. Was für ein Anruf? Musa ist gewarnt worden. Was glaubst du, wer das war? Das weiß ich, Mann, keine Ahnung. Und ich will es auch nicht wissen, da müsst ihr ihn schon selbst fragen. Jetzt geh mir nicht auf den Sack, Mann. Okay, es geht los. Halb Berlin sucht dich und du steigst zu dem Bullen ins Auto. Was soll das? Hab ich dir doch gesagt, er ist der Einzige, der mir helfen kann, okay? Kümmere dich einfach um den Laden. Es muss alles ganz normal so weiterlaufen wie bisher. Schau mich an. Ich komm wieder. Ich liebe dich so. Hm?
Ich komm wieder. Abgefuckte, beschissene Nummer, Ochs. Das war ja nicht angekündigt. War nicht angekündigt? Nicht angekündigt, willst du mich verarschen? Benutz mal deinen scheiß Kopf, wozu hab ich dich, oder bist du blind? Bist du blind? Ich kann nicht mehr nach Hause, verdammte Scheiße, was soll ich jetzt machen? Du bist zur Fahndung ausgeschrieben. Option 1 wäre jetzt, du würdest dich stellen. Stellen? Ja. Ich mich? Stell du dich doch! Und dann noch für 10 Jahre im Bau, oder was? Fuck you, Lan. Fuck you. Die wissen doch nichts von dem Mord. Hör mir mal zu. Wenn die Bullen mich erwischen, hast du keine Chance. Dann pack ich aus, dann bist du gefickt. Dann bist du genauso gefickt wie ich, kapiert? Du Penner stehst auf meiner Gehaltsliste, auf meiner verfickten Gehaltsliste und nicht umgekehrt. Und bei Monty warst du auch dabei, also leck mich, leck mich! Dann kannst du dein schönes, verficktes Leben mit Priscilla dieser Note vergessen. Nur mal so auf den allereinfachsten Nenner gebracht, verstehst du? Dein Arsch gehört mir. Du tust, was ich dir sage. Und was ist mit Dakota? Siehst du? Jetzt verstehen wir uns. Jetzt denkst du nach. Ja, was ist mit ihr? Hab sie laufen lassen, die Schlampe. Und das weiß sie? Alles. Alles. Sie weiß alles. Sie weiß alles? Ja. Sie weiß alles. Arschloch. Fuck. Und jetzt? Was soll denn der Scheiß, Axel? Wieso hältst denn du hier? Was ist da schiefgelaufen? Geiselnahme und 20 Kilo Koks weg? Muss das gewarnt worden. Irgendjemand hat ihn angerufen. Sonst wäre es nicht passiert. Wer denn? Ja, wussten denn da zwei Leute von dem Einsatz? Willst ja wohl nicht mich verdächtigen. Ja, du weißt, von wem ich rede. Aber wenn du Axel meinst, dann musst du ganz vorsichtig sein. Der ist 20 Jahre hier. Da muss jede Anschuldigung hieb- und stichfest sein. Der ist korrupt, der wird bezahlt. Von wem? Gibt's Zeugen? Ja, gibt's Zeugen. Willst du mich jetzt verhaften oder willst du dich verabschieden? Eigentlich will man festhalten. Eigentlich. Ich liebe dich sogar. Glaubst du? Ich glaube an meine Gefühle. Aber dir kann ich nicht mehr glauben. Auch wenn du mich nie wieder anlügen würdest, ich würde das Gegenteil annehmen, weil du mich so oft angelogen hast. Ich bin Polizist. Ich würde dich nicht mehr anlügen. Aber du brauchst nichts mehr sagen, ich habe schon verstanden. Ja. Ihr wolltet einen Namen. Das ist euer Mann. Chef, wir gehen jetzt wirklich alleine rein, ja? Ich meine, das ist ein Killer. Bleib locker. Der ist Polizist. Ja, was heißt das? Das ist der letzte Tag heute. Der weiß, wann Schluss ist und der weiß, dass wir kommen. Er ist drin. Er will nochmal mit dir sprechen.
Ist alleine. Milan ist draußen. Ich muss dich mitnehmen, Axel. Und mal halbe, Fredo. Ist doch genug Kohle für uns beide da. Ich will dein Geld nicht, Axel. Du bist so ein sturer Bock. So früher selbst gesoffen wie ein Loch. Irgendwann muss man sich entscheiden, auf welcher Seite man steht. Scheiß Moralapostel. Gibst du mir noch 5 Minuten? Alleine? Oder mit Priscilla? Glaubst du, sie will mich umbringen? Gib mir deine Waffe, dann lasse ich euch alleine. Unsere Schulden drauf. Die nächsten 8 Jahre weg. Verkauf das Haus und zahl die Schulden ab. Fang ein neues Leben an. Was wollt ihr denn? Wir haben Axel. Hängt voll mit drin. Alles beweissicher und mit Zeugen. Axel Gondorf? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ihr seid Freunde, da kommt man nicht drauf. Aber ist nicht der Einzige, Simon. Was heißt das? Wir haben 2 Namen. Der eine ist von Gondorf. Und der andere sind Sie. Du hast mitkassiert, jeden Monat 5 Riesen im Briefkuvert. Mit dem Zettel kommt ihr nicht durch. Der Typ ist tot und ihr kommt mit dem Scheißzettel. Wir haben natürlich nicht nur den Scheißzettel. Axel macht eine Aussage. Ja, meinst du? Weiß ich. Ja? Ja. Nee, Fredo, so läuft das nicht. Doch, so läuft das. Du bist ein guter Polizist und jeder gute Polizist ermittelt irgendwann gegen sich selbst, wenn er merkt, dass er mit beiden Füßen im Sumpf steckt. Na, da hat sich das doch mit eurer Kleinen so richtig gelohnt. Ja, es hat sich gelohnt. Sie hat ihren Job erledigt und jetzt ist sie frei. Da hoffen wir mal, dass sie jetzt mehr Glück hat. Den scheiß Junkie-Freund mussten wir laufen lassen. Keine Sorge, wir holen uns noch einen Haftbefehl für den Arsch. Du nicht mehr, Simon, du bist raus. Mann, was willst du hier? Zu meinem Mädchen und meinem Kind. Sie will dich nicht sehen. Ach, will sie nicht? Wer sagt das? Du oder sie? Sie sagt das. Wer denn sonst? Ich durch die Ruhe. Mama, ich mach das schon. Verpiss dich. Wie redest du mit ihr, Mann? Wo ist unsere Tochter? Was willst du? Ich will sie umarmen. Aber es geht nicht.
weil sie Angst hat wegen dem beschissenen Namen auf meinem Arm. Aber du, du musst mit ihr reden. Sag ihr, dass es nur Einstiche sind, es geht nicht anders. Nee, du musst einen Entzug machen. Scheiß auf einen Entzug. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Was soll denn das heißen? Du kommst nicht zurück? Nein. Ich komm nicht zurück zu mir. Die fucking Bitch kommt nicht. Du kommst nicht zurück zu mir. Ich komm nicht zurück zu dir, Pablo. Wegen diesem Bullenarsch? Wegen dir. Wegen uns. Wir passen einfach nicht zusammen. Wegen mir. Willst du doch eine Aussage machen? Ich habe mein Mädchen erschossen. Du spinnst. Es ging nicht anders. Was ist? Ich höre auf. Ey, lass uns reden. Nee, ich bin raus. Ich quittiere meinen Dienst. Da kann ich auch gleich aufhören. Das ist deine Sache. Danke.